zum neuesten Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kielan Akkekeke. Ich habe ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Und ja, diese Stimme habt ihr lange nicht mehr gehört. Und den Doppeltime habe ich lange nicht mehr gemacht, weil das ist ja auch mega lange her, dass ich überhaupt mal irgendwas hochgeladen habe. Ja, Leute, bevor ich in diesem Video ein bisschen erzähle, was los war, warum ich nicht hochgeladen habe, was jetzt so ansteht, möchte ich einfach nur mal fängt das schon wieder gut an hier. Möchte ich kurz vom Beginn einmal sagen, dass ich wieder in die ganze Kommentatoren-Sache reinkommen muss. No homo. Und die zweite Sache, die ich sofort ankündigen möchte, ist, dass das wieder losgeht. Und zwar jeden Sonntag oder Samstag, weiß ich nicht, aber jeden Samstag oder Sonntagmorgen kommt jetzt ein Video von mir. Und das versuche ich wirklich gut durchzuhalten, auch wenn meine Views im Keller sind, meine Abos runtergehen und was auch immer alles runtergeht. Das versuche ich auf jeden Fall durchzuhalten, Leute, aber auch mit ein paar Änderungen. Und dazu komme ich jetzt auf jeden Fall. Hi Leute, hier, ich bin's. Was geht ab? Die meisten haben mich sowieso auf Snapchat irgendwie so, keine Ahnung, wie viele Leute mir dazu gucken, die wissen, was ich so getrieben habe. Aber trotzdem an die anderen nochmal. Hi, was geht ab? Mein Name ist Kielan. Kennt ihr mich noch? Nein, ich bin der, der die ganze Zeit ins Mikrofon gemacht hat. Penis. So Leute, die erste Veränderung auf dem Kanal seht ihr schon im Hintergrund, Leute. Ich bin gerade echt Battlefield-süchtig, kann ich noch nicht richtig sagen, weil ich seit so langer Zeit endlich mal wieder ein bisschen zocke. Aber Battlefield 1, muss ich sagen, macht mir wieder extrem Spaß. Battlefield 4 habe ich jetzt auch wieder installiert, keine Ahnung, wie das laufen wird. Also könnt ihr euch darauf einstellen, dass auf jeden Fall auch Battlefield auf meinem Kanal vertreten sein wird. Wahrscheinlich auch eher ein bisschen mehr, bevor vielleicht Call of Duty kommt. Ich weiß nicht, was ich mache. Und Leute, ganz wichtig, ich werde nicht nur diese scheiß Behinderten-Commentaries machen. Ich werde ab und zu auch mal so Tipps und Tricks. Ich fühle mich so schwul, wenn ich die Scheiße sage. Aber ich werde ab und zu auch mal so Tipps und Tricks Videos machen. Also Leute, wenn ihr darauf Bock habt oder generell mich verehrt, wäre das auf jeden Fall voll nice, wenn ihr mal am Start bleiben würdet, einfach mal ein Like geben würdet. Erstmal echt, gebt mir ein Like drauf. Ich will mal wissen, wie viele hier noch aktiv am Hustlen sind. Da bin ich schon wieder leicht durchgedreht. Und für die Leute, die es echt absolut nicht klar geht, die einfach nur das typische COD-Commentary haben wollen, Leute, das gibt es leider nicht mehr so oft in nächster Zeit. Commentaries an sich vielleicht mehr schon, aber doch auch mehr Live-Zusammenschnitte, wie gesagt, Tipps und Tricks, vielleicht auch mal einfach nur Live-Together, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wird das alles nicht mehr so COD-bezogen sein, sondern generell, also auch mal Rocket League und Battlefield und ja, ein paar andere Ableger, Ghost Recon und so, ihr wisst Bescheid. Und dieses Thema leitet doch gleich über in das nächste und ich werde jetzt Battlefield 1 ein bisschen mehr erklären, weil alle meine Zuschauer von COD kommen und vielleicht denkt ihr ja, oh, Battlefield habe ich noch gar nicht so gesehen, vielleicht ist das ja ganz lustig, Leute. Ihr müsst wissen, ich bin in Battlefield eher so der Spieler, der vom COD kommt, das heißt, ich spiele mehr oder weniger immer Infanterie und so, ich mag das gar nicht, diese riesen Maps und im Panzer sitzen und 10 Jahre warten. Also ich spiele schon wie vorher halt dieses COD Close Quarter Fight mäßige, dennoch halt mit anderen Waffen und so, deswegen werde ich es ein bisschen erklären, für die Leute, die Battlefield 1 kennen, ist vielleicht ein bisschen abgefuckt in diesem Video, aber egal. Dementsprechend seht ihr heute im Hintergrund ein Gameplay von einer Map, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, das ist eine Wüstenmap, Close Quarter in einem Modus Vorherrschaft, das ist eigentlich genauso wie in COD Herrschaft, nur dass es halt 4 Flaggen gibt und ja, das ist eigentlich mehr oder weniger das, was ihr wissen müsst, das ist eigentlich Herrschaft, nur Battlefield heißt es halt Vorherrschaft. Und zwar spiele ich mit der Sturmsoldatenklasse, das ist die Klasse, die eigentlich dafür ausgelegt ist, Panzer zu zerstören und mit MPs rumzurennen. Übrigens mache ich noch so übelst die Anfänge Battlefield 1 Guides für die Leute, die Battlefield 1 gar nicht kennen, weil ich habe gesehen auf YouTube, es gibt nicht so richtig heftige Noob Guides und die werde ich denke ich mal auch machen, Leute, also vielleicht freut ihr euch ja, ein bisschen so von Battlefield 1 mitzubekommen. Ich werde das schon nicht so langweilig machen. Hoffe ich. Auf jeden Fall spiele ich im Hintergrund mit dem Sturmsoldaten und zwar mit der MP. Also die Namen sind so behindert, Leute, ohne Spaß. Mit der Automatico M1918 Graben-Version. Das ist die, die man auf Level 3 freischaltet. Ist aber auch scheißegal, Leute. Die geht richtig rein und ihr seht es im Hintergrund. Ich glaube, ich sterbe kein einziges Mal. Und ich habe die Gegner echt einfach nur vergewaltigt. Ansonsten gibt es gar nicht viel mehr zu sagen, Leute. Ich wollte einfach sagen, ich bin wieder back in the business, Leute. Und das, was ihr könnt mir jetzt auf Instagram folgen, auf Snapchat folgen, auf Twitter folgen, überall. Ich bin überall auch aktiv gewesen, nur auf YouTube nicht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch unbedingt auf Origin. Falls ihr PC-Spieler seid und Battlefield 1 habt, könnt ihr mich gerne adden. Ich zock das echt relativ oft jetzt. Ich habe zwar wieder Klausuren und so ein Scheiß, aber ich zock das echt eigentlich doch schon wieder recht oft. Deswegen könnt ihr mich einfach adden. Der Name ist auch unten in der Beschreibung. Schreibt mir sonst ein paar Fragen in die Kommentare. Schreibt alles in die Kommentare. Liked und schreibt in die Kommentare. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, euch hat das hier ein bisschen unterhalten oder meine Stimme war chillig angenehm. Ihr konntet irgendwie was rausnehmen oder habt. Ich hoffe, ihr mögt mich. Keine Ahnung. Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und stay awesome.